Ja, von hinten sah der aus wie ein Biker. Wie ein Rocket. Oh je, was ist mit mir los? So, hey, Freund. Was schaut du so dumm aus der Wäsche? Ja. Ich bin aber auch einer. Ha. Bam, bam, bam. So, Smogon gegen Buttocks. Wir machen den langsamen Weg per Säure. Es dürfte kein Problem sein. Ah, so. Ansonsten, was gibt's Neues? Ja, hier war ja Hitzewelle in Deutschland, ne? Und ätzend. Ätzend as fuck. Man hat sie überlebt, aber... ich hab kaum was aufgenommen. Bisschen Isaac. Und da ist die die Soundqualität etwas mies gewesen. Weil ich einen Ventilator anhatte nebenbei. Und ich hab's vergessen, ihn auszumachen. Jetzt habe ich ihn aus und bin auch dementsprechend ein bisschen am Schwitzen. Weil zum Zeitpunkt der Aufnahme sind es doch noch... Ich schau mal gerade auf meinen... Thermostat. Wie viel Grad haben wir denn? Smogon wird in den Kampf geschickt. Ich bleib. Wir haben doch noch 30 Grad. Ist jetzt nicht so warm, aber es ist schon trocken hier. Und ja, kann man mal machen, ne? Aber naja, das wird dieses Wochenende nachgeholt. Ganz, ganz viel wird aufgenommen. Wie auch Pokémon. Wie ihr ja hier jetzt gerade mitbekommt. Bitches. So, wir machen einen Säurekampf. Es sind nicht die spannendsten Kämpfe, aber sie erfüllen ihren Zweck, weil dann kann Buttocks trainieren ohne großen Aufwand. Ohne großen Aufwand. Was hat Smogon irgendwas gemacht, dass meine Attacke schwächer ist oder dass er höher Verteidigung hat? Einige laut also Spaß. Weil das nervt. So. Das sollte es dann aber jetzt auch gewesen sein. Das. Und ein weiteres Smogon. Ich wechsle aber das Pokémon, das war mir gerade zu viel. Und... Bad on. Darf rein. Eine Psychokinese und... Bada boom, bada bang. Das war's, meine lieben Freunde. Denn die Attacke ist sehr effektiv. Zack, Getriebeschaden. Ich wollte noch gucken, lohnt es sich noch weiter zu gehen? Hier sind Trainer, da sind Trainer. Keine Angler oder so? Das ist noch ein Vogelfänger oder was? Ich hol mal Bud On rein. Weil Buttocks und Buttshroom sind doch schon ganz schön ermüdet. Meine Vogel-Pokémon, bla, bla, bla. Der Vogelfänger möchte kämpfen. Taubsi gegen Bud On. Headbang, Kopfnuss. Pardon! Pardon! Tauboga, da wird das Pokémon gewechselt. Und zwar Buttshroom. Das dürfte eigentlich klappen. Ich mache zur Sicherheit noch Pilzspore. Da ist der Sandwirbel. Aber es ist nur ein Sandwirbel. Pilzspore trifft. Ich meine immer, ich habe es ja nachgeguckt, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Wir machen Zerschneider brav. Und... das klappt schon, denke ich. Dagegen daneben, das ist nicht so tragisch, weil Tauboga schläft noch. Und irgendwann trifft ja auch unser Zerschneider. Jetzt ist er aufgewacht. Unser Zerschneider trifft nicht...
ein Ruckzuck folgt. Ach, komm schon. Ja, perfekt. Und das müsste es gewesen sein. Volltreffer auch noch, perfekt. Ein Habitak. Da kommt also wieder Baron rein. Und kann seine Triplette spielen. Seine Triangel. Ding, 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 ding. Baron. Und ein Ibitak, da bleibt er direkt draußen. Und wird zum Psycho. Was ist hier eine Fliege? Das ist doch BS. Okay, Ibitak wurde besiegt. Badabadabam, badabam, die Luft ist raus. Wir finden ein AP Plus. Auch ganz nett. Okay, dann. Will ich direkt. Nee, eigentlich nicht. Ich flieg nochmal nach Foxania City. Ins Pokémon Center. Dort werden meine Pokémon geheilt. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Bam, bam, badabam. Danke. Und auf geht's. Ab geht's. 3 Tage wach. So. Jetzt weiß ich auch nicht. Mach mal, wie viel brauchst du denn noch? 873, das ist nicht viel. 1200. Und Hypno, das wahrscheinlich creepyste. Creepigste? The most creepiest Pokémon of them all. Ja, der ist echt abgefuckt. Also Hypno, stiehlt kleine Kinder und das Internet dreht am Rad wegen ihm. Der hat sein Vorstrafenregister. Hier war nicht so gut, das ist schön zu hören. Da waren jetzt noch 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 Trainerinnen. Was bedeutet, die Wahl von Buttox dürfte gar nicht mal so schlecht sein. Meine niedlichen Pokémon möchten die Gängeln. Ach, halt die Backen. Pfadfinderin. Taubsi. Das ist in Ordnung. Damit komme ich klar. Säure. Säure macht das schon. Dafür ist Säure da. Säure, 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 Säure. Säure. Und das war's. Mauzi. Dann bleibt Buttox auf mal direkt draußen. Säure. Kleideschlei. Flugfehl. Das ist schade. Bis. Was mir ein bisschen was abzieht. Absorber ging daneben. Ich habe ja ganz vergessen, wir haben einen Sandwirbel kassiert. Unsere Verteidigung sinkt. Und
Jo, Mauzi hat KP verloren. Und wir haben es dazu bekommen. Ein weiteres Taubsi, ich hol Batschum raus. Eigentlich nur wegen dem Sandwirbel. Und wir machen der Schneider. Steht auch eigentlich nichts anders zur Auswahl. Wir treffen. Ein Windstoß kommt. Und wir treffen. Das ist schön. Wir bekommen nicht so viel. Tauboga, wir bleiben draußen. Nein! Pilzspore, Bitch. Bärtsch. Dann hoffen wir, dass der Schneider oft genug trifft. Nope. 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 Oh. Zu früh gefreut. Ein Volltreffer. Okay. Yes. Das ist nämlich der Sound vom Zerschneider. Yes. Und dann wird er geschnitten. Wir erreichen Level 34 mit Butchroom. Das war's mit dieser Pfadfinderin. Wow. Du hast mit Leichtigkeit gewonnen. Geil, oder? You want daddy? Be my daddy. Wir finden Calcium. Stark. Batox bleibt draußen. Und die nächste. Wow, deine Orte sind super cool. Bling, bling, Bitch. Diese Pfadfinderin möchte kämpfen. Hat ein Quapsit, das ist perfekt. Das sind die Gegner, die Batox braucht. Oh nein, ein Blubber. Ein Absorber für dich. Da kommen auch Blasen. Oh nein, eine Aquaknarre, die mir 3 abzieht. Absorber. Dann klappt's auch mit den Nachbarn. So, als noch ein Quapsel. Wir bleiben. So. Absorber. Machen wir direkt. Okay, wir kassieren noch einen Blubber und dann machen wir direkt noch einen Absorber. Mit einem Volltreffer dabei und das war's. Quapsel ist Geschichte. Batox erreicht Level 34 und nur noch Baton fehlt das Level. Zum Check der Leute, Pokémon. Ihr wisst schon. Tausch, Baton. Sorry. Ich war gerade in die Musik verliebt. In die Musik verliebt. In der Musik verliebt. Bibi. Eine Psychokinese. Ich weiß nicht, reicht's? Nee. Das ist schade. Das ist schade. Ich bin enttäuscht. Badum. Okay, du hast mein Herz gewonnen. Aerosmith, du hast mein Herz erobert. Mauzi, wir bleiben drin, um das Level zu bekommen. Und da kommt die Psychokinese und badaboom, badabang. Das reicht sogar, wow. Baton erreicht Level 34. Blablabla, bla, bla, das war schon alles.
bevor ich mit der rede,